Hallo zusammen, da sind wir wieder. Weiter geht's in The Ascent. Wir sind endlich angekommen in der Knochenmühle. Einsam Zielgebiet. Jetzt habe ich aber hier gesehen, im Codex gibt es da noch ein bisschen Informationen über diese Orte. Zum Beispiel über Dankbarkeit. Dankbarkeit ist so etwas wie ein, was steht da, horteanischer Tempel. Horteaner gehen dorthin, um ihre endlose, aufrichtige Wertschätzung für den Kosmos und ihre Existenz darin auszudrücken. Hier treffen sie sich auch, um Nahtoderfahrung auszutauschen und teilen das als Wunder, einen weiteren Zyklus überlebt zu haben. Andere Indens haben weniger Respekt für die Gegend und viele werden dort ihren Müll los, aber das macht den Horteanern nichts aus, da sie alles, was ihnen nach ihnen geworfen wird und das sie nicht tötet, als Geschenk ansehen. Okay, dann haben wir hier die Knochenmühle, das sehen wir ja jetzt. Und das Niemandsland, das haben wir ja entdeckt. Das Niemandsland ist schon lange ein gefährliches Gebiet. Da es zwischen den Turbo-Weibern und den Liquid-Quicks liegt. Es gilt als inoffizielle Grenze zwischen ihren Gebieten und wurde selten betreten. Außer um Duelle auszufechten oder Überraschungsangriffe zu starten. Da die Turbo-Weiber nun in den offenen Konflikt mit den Liquid-Quicks getreten sind, konnten sich die Weibern das Gebiet aneignen, wodurch der Bereich wieder belebter wurde. So, und das ist unser Zielgebiet, die Knochenmühle. Auch wenn sich in Stimtown alle möglichen Hepper herumtreiben, so trauen sich doch nur diejenigen mit wirklich dubiosen Geschäften in die Knochenmühle. Hier ist ein Leben weniger wert als ein Schokoriegel und ein falscher Blick kann einen im Handumdrehen den Hals kosten. Das gesamte Gebiet liegt aufgrund ständiger Probleme mit der Stromversorgung im Dunkeln. Und das dämmerlich verstärkt das schäbige Ambiente nur noch. Konzernsicherheitsleute betreten das Gebiet selbstverständlich nur, wenn sie absolut müssen. Und selbst dann oft nicht. Sie fälschen lieber einen Bericht über ihre Streife, als ihr Leben zu riskieren. Es gibt tatsächlich Leute, die hier leben und mehrere Gangs kämpfen um die Vorherrschaft im Großhandel illegaler Waren. Einiges davon findet seinen Weg schließlich nach Stimtown oder in den Knoten. Ein Teil der Knochenmühle war ursprünglich als Atrium für die Lohaber gedacht und trug den Namen Tranquility Park. Aufmerksame Betrachter können in ein paar anderen Ecken noch die Überbleibsel verrotteter Pflanzen ausmachen. Aber die Gangs haben sich vor langer Zeit die Führung übernommen und sich häuslich eingerichtet. Neben dem Atrium wurde eine Art Galerie errichtet. Dort sollte Konzernkunst ausgestellt und der Konzerngeist gefestigt werden. Diese Galerie ist das Heim eines hiesigen Drogenbarons. Aha, das war, wo man da hin muss. Denke ich mal. Also das ist, glaube ich, hier doch nicht so verkehrt, wenn man das alles mal liest. Schon kriegt man vielleicht ein bisschen was von der Zusammenhänge mit. Sollte man sich auch gewöhnen. Was war denn da drin? Gar nichts. Ich halte es jetzt nicht für gut. Weniger. Schweife jetzt nicht ab. Doch, ein bisschen vielleicht. Aber hast du was dabei irgendwie? Nee, komm. Das ist egal, was da rumliegt, das können wir immer noch einmal aussammeln. Wir gehen schnurstracks zum Knochenboss. Ist ja der Park. Tranquility. Ich bin da. Aha. Scheint alles schwer bewacht zu sein. Geht's in die Galerie. Ich bin da. Oh. Oder ist das da unten? Nee, na eigentlich. Freund oder Feind? Weg hier. Da unten hast du keine Chance, Freunde. Wow, was ist denn der Fehler? Wow, da oder was Großes? Helga macht Deckung. Wow. Scheiße, Freunde, das ist blöd jetzt. Geht doch mal aus dem Weg. Ach du Scheiße, Freunde, das ballert neu wie die Sau. Ja.
Und genau natürlich was dabei hier. Was ist denn das? Zielgranate oder was? Ja, lecker Mo. Vielleicht hätten wir sich nicht mit dem anlegen sollen. Oder Kleber ausstellen sollen irgendwie vielleicht. Wer viel. Da hängt der nach. Ist außer Dienst. Jawohl, der Typ da. Ich bin doch aber richtig, ja. Das Empfangskomitee nämlich auch. Oh, 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 oh. Ja, du triffst ja nicht, wenn der da hinten drauf steht. Warte mal, warte mal. Ach komm, Alter, bist du besser. Jetzt kommt er halt nicht, jetzt haben wir eine super Deckung. Du Scheiße, gut, der Vollbroma, Vollpfosten will ich ja sagen. Vollbroma. In jeder Gruppe gibt es diesen einen Kerl, der es immer übertreiben muss. Ein Vollchromer, Chromter, Chromer, wirklich nur. Ein Vollverchromter ist so jemand. Von ihrem schwachen Fleisch bleibt nicht mehr viel übrig. Ohne das bisschen Haut und die mit Steroiden vollgepumpten Muskeln werden sie vollwertige Cyborgs. Ihre unzähligen Verbesserungen machen sie zu guten Anführern und sie rufen, falls nötig, Verstärkung. Ihre fortschrittlichen Augmentationen umfassen Nanit-Reparaturprotokolle, was sie zu hartnäckigen Gegnern macht. Aha. Reicht mir auch. So, also nicht hartnäckig, sondern zur Augmentation. Alles wieder reparieren von der Leine, so. Ich hoffe, die haben wir jetzt. Turbo Viper. Oh, das. Ich bin aber da. Siehst du, ich kann mich hier frei bewegen, solange mich keiner aufgreift, ist es okay. Ne, ne, das ist nicht okay, Walla. Wow, wow, wow. Jetzt will ich erstmal nachladen mit. Noch ein Vollbomber irgendwo. Deckung! Ah, noch ein Vollbomber! Warte mal, ich bin nicht richtig hier. Deckung. Alle, wo ist denn Deckung hier? Fuck, ja. Oh, da hat was dabei. Wow! Wo ist er? Chromi, der Verchromte. Hätte ich mal Zielpunkt hier, das. Er macht beim Bus. Ach du Scheiße, Freunde, das gibt's doch nicht. Was habe ich denn jetzt euch gesammelt? Und das auch. Ziel suchen. Ach, fuck, ja, noch einmal abgenippelt. Ich muss ja an Deckung gehen. Ja, da steht er hinter dem Brunnen. Wo soll ich denn da an Deckung gehen? Da komm, wir gehen mal da entlang. Die anderen müssen jetzt aber weg sein. Es ist ja ne, das, wir kriegen es da unten auch gezeigt. Oh, oh, oh. Was? Sag mal, Seppel, kann das sein, dass du nicht normal bist? Oh, da hat wenigstens. Der war vernünftig, der Typ. Der war halt gewiss, dass was auf ihn zukommt. Deswegen hat er das mitgenommen. Das Päckchen da. Ne, komm. Das gibt's nicht, oder? Weg!
Da wird gleich aus dem Boden rausgekrabbelt. Ach komm! Hilda. Scheiße, ja? Warte mal, Healpack. Schnell, 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 schnell. Was ist denn das? P1, aber den haben wir nicht jetzt einen Handluft mal mit einer Dinger. Tumultflinte. Aha, Tumultflinte. Ah, Tumult. Du Scheiße, Tumultflinte. Okay, Tumultflinte. Hat nicht viel Munition. Oh, komm. Ach du Scheiße, der Ball. Was ist denn das jetzt? Nehmt doch das mal mit, Mensch. Ach du Scheiße, ein Rock, komm, fuck. Whoa, fuck. Du kannst ja nicht rollen mit unendlich rollen. Damit gibt's das, du Mundflindler. Den hätte man. Der ist tatsächlich aus dem Ding rausgekrabbelt, ja? Du Scheiße, da komme ich im Leben nicht lebend raus, ja? Egal, lauf doch mal ein bisschen schneller. Wow! Komm, Helga, raus hier! Nimm die Anna wieder, Helga. Wow, Zielsuchende. Hallo? Wie viel sind denn das noch? Wach, du Scheiße, ja. Guck da mal das so. Sag mal, gibt's das? Ein bisschen zwei. Egal, geht doch da mal. Ich kann ja nicht schneller laufen, ja. Übel jetzt, wenn ich da jetzt nicht was finde. Was ist denn das für ein Mistkram? Nimm's mit. Ach Gott, nee, ja. Tumultflindler. Langsam jetzt. Jetzt ist, wenn ich nicht wüsste, dass ich da ohnehin miss, hätte ich es gar nicht machen. Sind wir nicht einmal aufgestiegen oder was? Können wir noch nicht aufsteigen? Ich kann ja ein bisschen aufsteigen, ich hab's gar nicht mitgekriegt. Warte mal. Bestimmt die Menge an taktischer Ladung, die du für verursachten Schaden erlangst. Machen wir ins Neue. Kritische Trefferrate. Bestimmt die kritische Trefferrate. So. Mal ein bisschen Kritike. Mal von Anfang an machen soll. Muss ich das auch lesen. So, jetzt gehen wir da nun nach. Allzu viel könnt ihr ja nicht mehr sein, oder? Ein paar haben wir ja weggeputzt. Da ist er. Ne, das ist er nicht. Du Scheiße, Freunde. Oh, sehr schwarz. Jetzt siehst du aber. Okay, den hätten wir. Einer haben wir. Noch einer irgendwo. Es waren zwei. Weil da nehmen wir was dabei, der Lumbe, ja. Wie spießt du die alle hocken da, die Eier kippt? Ach, die voll. Ich muss vier töten. Ich habe erst zwei. Ich muss vier voll verchromte töten. Ich muss mich mit irgendeinem unterhalten, ja? Gespräch führen. Oh.
Samo, gibt's das? Guck da mal, der schießt blind, oder? Dass die Feuer automatisch feuert. Feuerstoß wäre scheiße, ja. Müssen wir ein bisschen aufpassen, vorhin, das denn der voll vergrommte, das ist scheiße. Ich weiß auch nicht, wo die jetzt unbedingt sein soll. Wer sagt, Kiste und nix? Ist zu, ne? Verwehrt. Muss mehr Deckung suchen, Helga. Ja. Das ist nicht einmal eine Kiste. Was ist denn das hier? Kann man das hacken? Was hast du denn jetzt gemacht? Das bleibt ihr kleines Geheimnis. Aha. Durchsichtigung. Ja, das ist scheiße. Das ist besser. Du kannst schon da und du kannst nicht über die Deckung schießen. Ah doch, kannst schon. Musst halt der richtige Stick drücken. Oh oh, voll verchromt da. Wow, wow, wow. Halt. Bleib doch hin, stehe. Ja, komm daher. Okay, wir haben drei voll vergrumte. Fehlt nur noch einer, der ist vielleicht auch noch halb vergrumt. Jetzt habe ich wieder volles Leben. Einer muss noch da sein. Ich fühl's. Er ist auch nicht allein, hundertprozentig, ne? Aber wo? Wo das ist? Steht vielleicht noch irgendein Schluck Kaffee oder sowas? Oder? Da, da, gell? Da sind wir entlang. Da waren etliche von denen Vergrommten. Oder nicht? Manchmal wünscht man sich, man könnte ein bisschen scrollen, dass man. Oder? Da ist hier Stimme. Nee, ich meine jetzt nicht in meinem Kopf. Schon, aber hier. Nix da. Kenner? Da liegt mein Päckchen wieder. Bin da einmal außen rumgetigert, könnte es sein. Möglich. Sieht fast so aus. Und da entlang. Aber das ist ein Fahrzeug, ein größeres. Oh! Mutter steht direkt hinter der Deckung. Warte mal, da ist noch einer voll vergrommen. Warte mal, da sehe ich. Wo bin ich jetzt? Da müsste das sein. Da kommen wir immer näher. Jetzt haben wir das Radar, da. Wir verlassen das Zielgebiet. Voll im Zielgebiet sein, ne? Ja, da war ich doch schon 5 Mal, ja. Ich gehe wieder raus. Aus dem Zielgebiet. So. So, das war er. Das Witzbold, ne? Das ist ein Arschloch, ich weiß, aber.
So, jetzt müssen wir zurück und können hier gar nichts mitnehmen. Keine Kiste Loot oder was? Loot leer, das. Du Scheiße, ja. Wo kommen die jetzt her? Jetzt lass dich nicht noch von deiner. Lass dich nicht noch von deiner. Das ist noch einer Dose irgendwo. Alle, geh zurück, das hat keinen Sinn. Wegen der seiner tappischen Kiste, da brauch ich jetzt nicht. Dein Leben aufs Spiel zu setzen. Wow. Du Scheiße. Was macht denn der jetzt? Was krieg ich denn da jetzt? Ah! Heilung. Okay. Ah, da ist ein Aufzug. Bin ich richtig, wenn ich den nehme? Wahrscheinlich, oder? Okay, dann nicht. Wow. Ich hoffe, dass er jetzt nicht hochkommt. Ne, die laufen da unten, ich hab's gesehen. Okay, dann geht's zurückkommen. Das hat jetzt keinen Sinn, weil Poon wird vielleicht was haben von uns. Ich hoffe's. Schade, dass man nicht schneller laufen kann. Oh, jetzt habe ich Granate geschmissen. Wow. Das hätte ich die ganze Zeit machen können, ne? Das kann ich nicht mitnehmen. Muss irgendwo ein paar Abkürzungen wäre nicht schlecht, ja. Oder mal ein Sprint, dass man einen Sprint einlegen könnte. Aber warte mal, das konnte ich jetzt nicht mehr. Genau. Aha, sind wir da. Nach oben. Da durch. Ah, ist offen. Bitte? Ach du Scheiße, wer war denn das jetzt? Wow! Du Scheiße, Freunde. Hör doch mal auf. Ich kann doch nicht mehr raus, oder? Nee! Lebende Bulle, lebende. Was ist denn jetzt? Oh, eben kommt da. Hold to skip. Ach gut, du Scheiße, die sind gar nicht alleine, die zwei. Hamsterbacke, oder? Brauche ich eine Granate oder sowas? Warte mal, du bist lebe. Boah! Stufe, genau, das kommt jetzt genau richtig. Warte mal, habe ich noch?
My Shield. Wow, was? Brett? Ah, die habe ich aber schon. Ach du Scheiße, du Pisser, ja? Ach Gott, fuck. Was ist das? Okay, die Reichweite ist nicht... Ich muss aber mit dem Roller dann aufpassen. Ein Hammer. Warte mal, laden hoch, Helga. Lass dich nicht von dem bitte eindrucken. Okay. Handwerker-Rucksack. Ah, siehst du, wollte ich erst kaufen. There, meeting done. Raging success. The other bosses are on board. We'll begin coordinating our cluster SIs and redistributing vital supplies in a few hours. We still have plenty of work to do, but this is as good a start as we could hope for. But who the flaming fuck were those amped up flatliners? Damn it! I need more problems about as much as I need a rectum on my forehead. And yes, I know there are a few evolutionary dead ends like that around, but you get my drift. Someone's pinging me. Hang on. Pony here. Yes. Yes. No. Fuck. That was Admin Denker. While we were splooging all over ourselves here, someone went and grabbed a whole bunch of habbers. My habbers! Seems the attack here was a diversion for the kidnapping. I gotta get back. Don't stray too far! I have a feeling we'll need your help again soon. Okay, das habe ich gelesen jetzt. Okay, wir haben die Mission abgeschlossen. Und dann 10.000 Erfahrungspunkte als Missionsbelohnung. Das hätte man abisch gegriffen. Ich sehe das als gar nicht. Ohne links unten kommt das ganz klar eingeblendet. Dann müssten wir eigentlich aber auch 3 Fertigkeitspunkte noch haben. Okay. Was? Kritische Treffer. Bestimmt die kritische Trefferrate. Hängt mit dem Kybernetik-Attribut zusammen. Nehme ich mal einer neu noch. Das Waffenhandling habe ich 3. Zielen. Einer neu. Gewichtssinn mache ich mal noch einer neu. So. Blind habe ich das jetzt gemacht. Dann brauchen wir 17.841, bis wir wieder nächste aufrüsten können. Was haben wir jetzt? Hauptmission? Platztausch. Machen wir jetzt nicht. Codex, was gibt's Neues? Gegner. Das sind die Hammerhand. Wow. Muskelmasse statt Gehirnmasse. Jeder weiß, kann ein Larkianer mit einem Lufthammer eine gesamte Wohnung demolieren, wenn er will. Und das tun sie öfter. Jeder braucht ein Hobby, stimmt's? Ja. Weitere Hiebeschläge auf den Boden und Sturmangriffe machen die Hammerhund zu einem Gegner, dem du nicht zu nahe kommen solltest. Aber sie kommt gerne nahe heran, wenn du sie lässt. Sie ins Taumeln zu bringen, ist eine gute Möglichkeit, sie an einem Ort zu halten. Aha. Mal taumeln euch jetzt ein bisschen, haben wir nicht. Okay, die Papa-Beste haben wir auch schon gehabt, gell? Ah, das ist jetzt nicht wichtig. Ich mache jetzt erstmal einen Cut und schaue ich mich um, was da noch zu holen ist. Sehen wir uns wieder, wenn es weitergeht. Macht's gut, bis dann, ne?